Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir wollen euch heute verschiedene Finten zeigen, wie ihr zum Beispiel am letzten Gegenspieler vorbeikommt, um ein Tor zu erzielen. Dieses Training ist für Stürmer ganz interessant. Die Finten könnt ihr natürlich überall anders auch auf dem Platz machen, zum Beispiel im Mittelfeld oder auf den Außen, wo man viel in 1 gegen 1 Situationen kommt. Wenn euch das Video gefällt, gebt uns bitte einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns. Bis dann. Der erste Trick ist die klassische Körpertäuschung. Du dribbelst auf den Gegenspieler zu und täuschst an, dass du auf einer Seite an ihm vorbeigehst. Dies tust du, indem du einen Ausfallschritt machst und dein Körpergewicht verlagerst. Der Gegenspieler wird die Bewegung mitmachen. Das nutzt du aus und gehst auf der anderen Seite an ihm vorbei. Beim zweiten Trick handelt es sich um den doppelten Übersteiger. Du dribbelst auf deinen Gegner zu und machst 2 schnelle Übersteiger, um ihn zu irritieren. Dann nimmst du den Ball mit der Außenseite mit und gehst mit einem Antritt an ihm vorbei. Der nächste Trick ist der Pendeltrick. Hier dribbelst du auf deinen Gegenspieler zu und benutzt die Innenseiten, um den Ball mit 2 schnellen Kontakten hin und her zu spielen und an deinem Gegenspieler vorbeizugehen. Beim nächsten Trick handelt es sich um die Schussfinte. Diese Finte klappt häufig sehr gut, wenn du dich seitlich zum Tor bewegst bzw. von außen in die Mitte ziehst. Du täuschst einen Schuss an, was dazu führt, dass dein Gegner diesen blocken möchte. Dann legst du dir den Ball mit der Innenseite an ihm vorbei. Der nächste Trick ist eine Kombination aus Übersteiger und Körpertäuschung. Du dribbelst auf den Abwehrspieler zu und machst zunächst den Übersteiger, führst dein Bein also von innen nach außen um den Ball. Direkt im Anschluss daran machst du eine Körpertäuschung zur anderen Seite. Dann nimmst du den Ball aber doch in die Richtung mit, wohin du den Übersteiger gemacht hast. Der letzte Trick wird auch Bauerntrick genannt. Du dribbelst auf deinen Gegner zu und spielst den Ball auf einer Seite an ihm vorbei. Du umläufst ihn dann mit einem schnellen Antritt auf der anderen Seite. Für diesen Trick brauchst du auf jeden Fall ausreichend Platz.